In Leipzig ist der Neubau des Museums der Bildenden Künste feierlich eröffnet worden. Es ist der erste große Museumsneubau in Ostdeutschland nach 1990. Das rund 75 Millionen Euro teure Haus beherbergt eine der ältesten und bedeutendsten Bürgersammlungen Deutschlands. Lange hat die Stadt Leipzig um ihr neues Kunstmuseum gekämpft. Im Zweiten Weltkrieg war das alte Haus bei schweren Bombenangriffen beschädigt und später in der DDR gesprengt worden. Nur Teile waren seitdem von der Sammlung Leipziger Bürger überhaupt noch zu sehen. Erst nach dem Ende der DDR war für ein neues Haus das Geld da. Mit der Präsentation seiner Sammlung kehre Leipzig in die erste Liga der deutschen Kunstmuseen zurück, so das Urteil der Konkurrenz. Die Leipziger Sammlung ist weltberühmt. Und sie war irgendwie nicht wahrnehmbar. Und jetzt mit diesem Haus ist sie, finde ich, sehr würdevoll und sehr intelligent präsentiert. Die Architekten haben ein Haus mit Transparenz geschaffen. Das Konzept findet sich in der Anordnung der Bilder wieder. Da hängen Adam und Eva von Lukas Cranach in der Nachbarschaft der Moderne. Mehrere Kunstmäzene haben ihre Sammlung dem Museum überlassen. So kam diese Monet jetzt nach Leipzig. Ein Teil der oberen Etage ist für junge deutsche Maler wie Neo Rauch reserviert. Bildende Kunst soll neben der Musik in Leipzig zu einem weiteren Markenzeichen der Stadt werden.